Hoi. Hoi, Stefan, freut mich. Hoi. Ja, cool. Endlich da, gell? Ja, kurz vor Ziel, oder? Ja. Aber das Medical. Jetzt sind wir noch ein bisschen am Feilen. Feind, ja. Jetzt zählt es auch. Dein Input, was wir machen. Mal schauen, ja, was wir da noch bieten dir. Also, dass du irgendwie vielleicht da noch ein Support hast, ja. Ja. Du sagst, was für dich in Frage kommt. Oder ja. Ich kann dir die Möglichkeiten vielleicht zeigen. Ich habe von Felix erfahren, dass du gesagt hast, ich habe gesagt, ja, das ist sicher der Rücken Thema. Ja. Und nein, schon immer. Preps, wo zugehen mit der Zeit. Ja. Erzähl mal, also, ja, wie in einem Rücken, also ich hatte zum Teil mal so ein kleines Problem mit dem ISG. Einseitig dann? Ja. Einseitig. Und dort ist halt einfach, also es dürfte eigentlich nicht vorkommen, aber eben, wenn es nach der 15. Stunde halt, wenn halt immer das Gleiche machst, kann es einfach sein, dass sie vielleicht irgendetwas Falsches machen oder was auch immer. Es muss ein bisschen. Oder? Und sie muss nicht mal im Swing sein, es kann beim Abstellen sein, es kann beim Aufnehmen sein, eigentlich irgendwie nicht ganz präsent. Also um sie ein Gelenk, so ein bisschen dort umeinander, vielleicht kannst du. Also ISG gibt es immer, wenn entweder ein Ansatz, der dran läuft, ein Problem macht, und dort läuft natürlich viel dran, oder der Gesäßmuskel oben runter, der Rückenstrecker. Aber häufig ist es, wenn eigentlich das Becken eine Verdrehung bekommt. Und das ist noch häufig der Hüftbeuger, weil der muss sehr stark stabilisieren. Und wenn du dort einen einseitigen Zug drauf hast, dann gibt es nachher ein Symptom hin, aber die Ursache kommt noch häufig von vorne. Oder? Okay. Du hast schon mal schon im gleichen Rhythmus geübt, oder? Ja, genau. Also ich habe 54% vom Weltrekord in 10 Stunden eigentlich schon können machen. Schon gemacht, und ja. Und nachher habe ich einfach gewusst, okay, der Trapez, der wird auch ein Thema werden. Jetzt ist es halt einfach so, okay, bei 9000 Swings mit 32 Kilo oder 10'000 mit 28 ist halt einfach schon der Trapez, der stabilisiert, der hebt, auf den bist du angewiesen, oder? Ja. Und wenn dort, und ich kann das nicht irgendwie mal wirklich, ich bin nicht überbordet dort, also ich kann gar nicht mal sagen, was dann überhaupt wird abgehen, aber es ist so wie ein Ziehen, weißt du, wo du merkst, okay, wenn ich wahrscheinlich jetzt 1000 Wiederholungen mache, dann wird es vielleicht das Thema, vielleicht auch nicht. Ja. Und dort weiss ich nicht, wie ich dort etwas. Tape halt, könnte ein bisschen entlasten allenfalls. Ja. Also das Tape kannst du auf zwei Arten applizieren. Entweder du gehst mit Spannung drauf, oder? Ja. Dass du richtig vorgehst im Muskel oder über die Hülle gehst. Oder? Und da ist auch sehr viel Sensorik natürlich drin in der Haut. Ja. Wo dann nachher wie die Richtung vorgehst, um ein bisschen besser aufrichten. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das Problem bei dir. Weil, also du weißt, woher sie sind. Ja, ja. Von diesen höheren Gewichten, die hier wirklich. Ja. Und dann die zweite Technik, das ist so eine Anhebetechnik. Also du machst es in Vordehnung an und dann gibt es so eine Lift-Technik eigentlich, wo die Hülle vom Muskel ein bisschen abhebt. Ja. Und das hilft einfach dann noch einen viel besseren Tonus im Griff zu behalten, weil die Durchblutung einfach besser ist. Und denke ich, das wäre wahrscheinlich die überhaupt nicht stört, weil das merkst du nicht auf der Haut. Mhm. Und es gibt nicht irgendwie eine Richtung vor, wo störend ist oder so. Oder? Also, dass man die vielleicht mal testet, dass dann du noch einen auch kannst swingen. Ja? Ja. Mal schauen, wie sich das anfühlt. Also, es gibt so zwei Möglichkeiten. Also, eine Langzeitanlage, die man den normalen Kunden gibt, oder? Ja. Wo über mehrere Tage dann kannst du drauf lassen, 3, 4, 5 Tage. Du kannst du duschen damit. Aber bei dir denke ich eher, es ist ein Applizieren vor dem. Vor der Performance und nachher nimmt man es wieder weg. Also sind alle Muskeln sind entscheidend beim Swing, oder? Ob sie groß oder nicht, aber du bist ja alles, es ist wirklich von der Hinterkette ist ja komplett, oder? Darum würde ich meinen, die Arme unter den Rücken, das ist eigentlich. Das habe ich als erstes gedacht, wo ich gehört habe. Dann machst du aber etwas falsch, oder? Ja. Dann schaffst du nicht zu wenig ganzheitlich. Zu wenig ganzheitlich. Hinteroberschenkel gesehen, die müssen extrem arbeiten dort. Dass du richtig in der Balance bist eigentlich. Und sonst, wenn es nur im Rücken wirst. Dann hast du wirklich irgendetwas an der Technik, die einfach nicht stimmt. Ja gut, ich würde sagen, ich mache mal ein paar Tests, um zu schauen, ob du im Loop bist. Ja gut, ich schaue mal von der Beinlänge her, gell? Gerade wegen dem ISG, den du gesagt hast.
Das ist top. Also du siehst hier an den Maleolen, an den Sprunggelenken unten, das ist wirklich 1:1 gleich lang. Und sehr viele Leute Verschiebung, oder? Mhm. Und dann für dich natürlich sicher entscheidend, eben, dass du hier die Elastizität hast. Und hier bist du ja wirklich weit über der Norm. Gell? Also mhm. Da ist so, sind wir schon sehr zufrieden ja, ja. Mit den Kunden, wenn sie das haben. Ja. Du hast hier aber noch ganz viele Reserven. Ja. Hast du das Gefühl, du hast mehr Zug in dem hinein? Oder ja, ist es ja. Gell, ein bisschen ja, dunkel, mehr. Dass du ja, es fängt schneller an, ja. Ein bisschen mehr hast. Mhm. Ja. Also, und das ISG, wenn du es merkst, ist das, wenn dann schon auch rechts. Mhm. Ich mache jetzt mal so einen Griff im Becken hinein. Also der Hüftbeuger besteht aus zwei Muskeln, die Iliacus, der wo im Beckenkamm hinein ist und der, der an die Wirbelsäule geht. Mhm. Und beide eben haben natürlich Möglichkeiten von Fehlspannungen. Mhm. Und die Hände tut er unter den Adduktoren. Mhm. Und ich gehe einfach mal mit einem Griff rein, vergleiche das auf der Seite. Und wenn wir merken, dass der mehr ist, dass wir dort vielleicht so eine Selbstbehandlungstechnik geben für den. Es ist gespannt, aber jetzt nicht sehr auffällig. Aber vielleicht kannst du dir ein das Gefühl merken, das gibt, oder? Wenn ich hier ein bisschen rumgusseln auf Deutsch. So ein aber gell, jeder hat eine Schocke-Seite und eine schwierigere. Also, ja, das ist schon so. Und beide sind wirklich gleich lang, identisch. Also so unbelastet, ja. Also es heisst ja immer, es haben alle unterschiedliche Beinlängen. Ja. Aber gewachsen sind sie immer gleich lang. Die Frage ist einfach, wie das Becken steht. Ja, ja, es hat jeden ein bisschen Dysbalance oder eben eine gute oder eine schlechte Seite. Aber sie sagen immer, so, ab einem Zentimeter Differenz wird es dann schon relevant. Oder? Also ab dort fängt die Statik der Wirbelsäule recht an von beeinflussen. Und gehen auf die andere Seite. Das ist schon ein bisschen entspannter. Also ich kann viel tiefer einsinken. Ich weiß nicht, wie ist es vom Gefühl her für dich? Ist das auch ein anderes Gefühl oder ist das das gleiche Gefühl? Ja, also am Anfang habe ich es jetzt gleich gefunden. Jetzt ist eigentlich, jetzt fühlt es sich auch tiefer an. Also jetzt ich komme tiefer an. Das erste ist eigentlich weg, der erste Impuls. Ja, also den könnte man ein bisschen behandeln. Jetzt gehen wir noch kurz aufs Zwerchfell, weil das ist halt der nächste gekoppelte Muskel. Wie ist es so vom Schnaufen her für dich während dieser ganzen Swing-Situation? Es ist wie immer, wenn du in die Extension gehst, kannst du einschnaufen. Oder? Je müder dass ich werde, desto mehr Fokus muss ich auf den Atem legen. Oder? Das treibt mich nachher wieder, dass ich es sauber mache. Ja. Weil je müder du wirst, desto anfälliger wirst du nachher. Atemtechnisch komme ich sehr gut rein, komme ich auch sehr gut durch. Ich merke dann einfach, wenn ich mal merke und ich sage jetzt, okay, ich muss jetzt noch 25 Wiederholungen machen, bin aber schon ab der 10. müde. Dann fange ich natürlich ganz anders an schnaufen und dann fange ich auch viel mehr den Trapez einsetzen, oder? Was eigentlich nicht das Ziel ist. Oder? Aber damit du über die Runden kommst und das nachher wieder kannst Kugeln abstellen, bist du dann halt schon anders drin. Und also wenn die Griffkraft nachlässt, oder? Gehst du auch direkt wieder statmig wieder zentraler nachher. Oder? Extrem, gell? Mittelpunkt. Also, ob du stabil bist oder nicht, das ist einfach ein wichtiges Element. Ja, Fall. Richtig, richtig. Auch auf der rechten Zwerchfellseite hast du, ähnlich wie auf der rechten Hüftbeugerseite, auch ein bisschen mehr Spannung. Also, aber absolut im grünen Bereich noch. Aber verglichen mit der linken Seite schon mehr. Also alles rechtslastig? Ein bisschen rechtslastig, ja. Genau. Mein Ziel wäre jetzt, dass der ein bisschen einfacher aufgeht. Oder? Das ist auch immer dann noch ein Verlaufszeichen. Und da hast du schon noch 10-20 Grad mehr Flexibilität. Zieh jetzt hier anders hinter dem Schenkel? Oder? Nein, jetzt eigentlich nicht. Ich merke jetzt einfach, wie es langsam weicher wird. Also, eben, es bringt schon weiter rauf, wie vorher. Oder? Also, es ist ein Zulauf von dem. Ja, genau. Strukturell hast du die Länge. Aber durch die Spannung gibt es dann wie auch früher einen Stopp. Oder? Es macht dann wie früher zu. Oder? Ja. Ich würde sagen, wir machen das mit der Kettlebell, weil du hast dort wahrscheinlich alle zur Verfügung. 32er wird aber wahrscheinlich gerade ein bisschen viel sein. Ich habe von Felix auch von Cross Equipment noch ein paar andere. Ich hole mal kurz so etwas Leichteres. Soll ich sie heben? Du kannst sie mal heben, genau. Ich tue sie mal führen, dass die hier
kannst sie natürlich auch ein bisschen verschieden auflegen. So ist sie ein bisschen flächer, mhm. so ist sie ein bisschen spitziger. Du kannst sie auch gut, dass du keine 32 gebracht hast. Eben, gell? Und jetzt kannst du sie auch ein bisschen angulieren. Also kannst du dann auch allenfalls ein bisschen sagen, ja. Geh mehr ein bisschen in den Beckenbereich hin, also in die Schaufel. Ja, da fühlt sich jetzt angenehmer an. Wenn ich sie gerade so habe, da fühlt sich, weißt du, so. Genau, also du musst wie das Gefühl dazu, muss schon zwar um sie, es tut weh zwar, oder? Das ist normal, aber du merkst, wenn ein Darmschlinge zum Beispiel dazwischen ist oder so, das gibt so ein Gefühl von, hey nein, das ist kein guter Schmerz, oder? Also es muss ein Schmerz sein, der so ein bisschen... Und ich kann relaxen, meine. Genau, das wäre das Ziel, wo das Release findest. Wie lange würdest du es drauf lassen? Eine Minute bis maximal zwei, oder einfach, wenn du merkst, das Release kommt nicht mehr, oder? Dann ist es genug. Ja, jetzt würde ich merken, ja. Es gibt dann noch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch dazu dann allenfalls Streckhebung anheben oder genau so fahren, anziehen, biegen oder gestreckt anlüpfen, oder? Da bringst du auch noch mehr Zug drauf. Aha. Und ich finde es so fast... Das ist ein Zwölfer, ja. Okay. Das ist fast besser so rum, wie einfach drauf liegen, weil so kannst du sie auch noch ein bisschen angulieren. Oder? Ja. Also kannst du sie wirklich mehr in die Schaufel einstellen oder mehr richtig Wirbelsäule. Dann das Zwerchfell. Hier müssen wir sie jetzt anders umstellen. So. Einfach so, dass du nicht das Gefühl hast, oh, jetzt leitet mir so den Rippenbogen rum. Du musst sie irgendwie so unter dem Rippenbogen mögen einschieben, allenfalls vielleicht so ein bisschen so, oder? Mhm. Sollte ja auch nicht wirklich angenehm sein, oder? Also so 5 von 10 Schmerz ist okay, aber es soll so sein, dass du das Gefühl hast, mit der Zeit einmal, jetzt läuft der Schmerz noch. Wenn er noch läuft, ist gut. Wenn er steigt, dann ist es nicht gut, oder? Das ist etwas, das nicht sollte provoziert werden. Und probiere ich Bauchatmung zu machen. Ja, genau. Also wirklich in diesen Bereich einzuschnaufen. Weil so findest du viel eher ein Release. Oder? Wenn du anhaltest, dann geht nichts. Aber wenn du probierst, Bewegung dort unten reinzukommen, dann. Ja, es fühlt sich besser an. Jetzt. Du hast ein bisschen ein Release gefunden. Also der Schmerz ist eher gesenkt. Ja, ich spanne jetzt auch nicht mehr das rechte Gesäß. Also Und du wirst sehen, mit der Zeit kannst du das mit höherem Gewicht machen, weil jetzt am Anfang bist du auch so ein bisschen, was kommt da auf mich zu, oder? Ja. Und mit der Zeit ist das Gewebe auch trainierter und es läuft viel schneller nach, wenn du das mehrmals übst, oder? Also jetzt fühlt es sich gut an. Jetzt schauen wir mal, ob sich die Streckhebung auch anders anfühlt, oder? Ja, jetzt ich habe hier gar keinen Widerstand, oder? Ich habe jetzt hier, ab hier fällt jetzt den Widerstand an, aber jetzt sind wir hier wirklich auf fast schon besserem Level wie auf der linken Seite. Ja. Tendenziell hat man immer eine schwächere Seite, die anfällig ist. Und das wird wahrscheinlich, wenn du sagst, ich habe immer ein bisschen CSG rechts, wo ich spüre, wird das vermehrt immer diese Seite sein, ausser du übst mal etwas eben asymmetrisch einseitig. Ja, den Trapezius müsstest du mal kurz das Tische abziehen. Und vorherigen Punkt. Ja, etwa hier, von der Höhe her. Ja. Gibt es einen Wirbel, der irgendwie empfindlich ist, wenn ich drauf gegangen, oder? Ja, der. Der ein bisschen, gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Da ist alles gut hier. Ja. Der hier. Das ist vermutlich schon dort, wo die meiste Beugung stattfindet in der Brustwirbelsäule, wo es dich am meisten staucht oder rundet, wo du dich musst am meisten aufrichten, oder? Aber dass wir vielleicht gerade ein bisschen auf den Punkt von hier her ausgehen, vielleicht auch. Sehr gut. Jetzt kannst du wieder entspannen oder so locker. Ja, also das Tape ist Baumwolle mit einem Acrylkleber, der nicht vollflächig aufgetragen ist, dass eigentlich auch die Haut super kann schwitzen. Und ja,
den Schweiß abgeben. Ja. Siehst du, wenn du jetzt zurückkommst, dann hast du ganz viele Röllen. Also, das ist eigentlich da, wo der Hebe, der Lifteffekt gibt. Ja. Okay. Der Körper ist gespannt, aber das Tape ist nicht gespannt. Okay. Und darum, wenn du dann in die Position gehst, in die Annäherung, dann gibt es genau das Anwählen. Also, ich würde vorschlagen, ja, mal einfach ein bisschen Swings machen und dann machen wir dann noch die zweite Technik. Ich mache einfach mal ein paar Swings. Ja, mach du für dich. Ja, fühlt sich sehr gut an, wenn man nicht anders, oder? Also, hinten Teil merkst du wahrscheinlich gar nicht. Nein, gar nicht. Ich weiss, es ist etwas da. Also, da ist noch mental hast du ein bisschen Support. Sehen wir noch kurz mal mit Zug tapen. Ja. Dass du noch kurz den Unterschied spürst. Also, wenn du das Wellen willst, musst du vielleicht auch noch mal kurz. Weiß nicht, ob du. Das sieht so mega unfachmännisch aus, oder? Wenn du denkst, hey, mega viel. Wählen drinnen, aber das ist eigentlich da, wo man wirklich will, bei dieser Technik. Ja, aber es fühlt sich auch gut. Also ich finde, es ist ein angenehmes Gefühl. Jetzt musst du kurz auf die Zähne beißen, aber ich habe gehört, du bist ein Wrestler, oder? Ich glaube, das ist Ah, das ist es schon? Das ist es schon, ja. Okay. Dann musst du es einfach hautnah abziehen, das ist der Trick. Das gut. Also, oder abstreifen und nicht Okay. Ich mache dir jetzt noch die zweite Technik, die Mitzug, dass du einfach wirklich mal den Unterschied kannst spüren. Okay. Ein grösseres T breiter, hebt länger und lädt weniger. Jetzt kannst du dich aufrichten. Und jetzt spanne ich es, oder? Jetzt ziehe ich hier wirklich an den Hut. So, das untere ist mal gemacht. Mach die Basis an. Und jetzt, wenn du mal zusammengehst hinten, oder? Das gibt jetzt kein Wellen mehr. Aber es zieht dich natürlich auch mehr ein bisschen in die Aufrichtung. Und fängt sofort an zu stören, wenn du drunter gehst. Ja, das stimmt. Also, das ist so ein bisschen, das ist das Ziel dahinter. Dass dich ein bisschen führt in die Öffnung, oder? Also es tut dich nicht mechanisch reinziehen, aber es gibt einen sensorischen Input richtig auf, oder? Ich mache ein paar Sünde. Ich habe das Gefühl, dass der Eis jetzt dann, weißt du? Es wäre jetzt, glaube ich, recht unangenehm, wenn ich das über mehrere Tage jetzt einmal hätte. Absolut. Ich glaube, rekordtechnisch müsste man schon mehr Sinn machen. Eben während dem Sport, wo so viel Input aufs Hirn kommt, oder mag es das eigentlich gut leiden. Aber ob es dich ein bisschen supportet, ob es dann eine Erleichterung ist von der Steuerung. Ich glaube jetzt fast am Anfang macht es keinen Sinn. Wenn ich starte, wenn ich weiss, es kommt zu einem späteren Zeitpunkt, ich sage jetzt mal, wenn ich um 9 Uhr anfange und alles läuft gut, am 6 Uhr wird es an da, dann könnte es ein mega Vorteil sein für mich. Es fordert mich einfach und ich merke, es zieht mich so etwas hin. Oder? Es gibt dir auch schneller die Erinnerung, wenn du jetzt müde wirst und nicht in das hinkommst. Ich hätte am Anfang jetzt eigentlich gesagt, nein, das nicht. Aber jetzt vom Feeling her, und von dem, was es mit mir wird machen, die Öffnung. Wir sagen im Hirn, hey, hier durchgehe ich es eigentlich. Also wenn du müde bist, merkst du es noch besser, oder? Also dass dich korrigiert oder hilft zu korrigieren. Was man einfach mit schauen ist, wenn du schwitzt, oder? Ich schwitze brutal. Eben, wenn du voll schwitzt, dann bindet das Tape nicht ab, oder? Bei der Stunde, wo ich Pause hatte, ich bin kurz unter die Dusche gegangen. Und nach einem Abtrecht, du gehst anders in die Pause, du gehst nachher auch frisch. Ja, aber das wäre nicht schlecht, oder? Und dann kannst du runterkühlen, schwitzen und schweiss sowieso, oder? Ja. Nach 45 Minuten, habe ich noch 15 Minuten Zeit, dann gehe ich langsam wieder in meinen Körper drauf, in die Akzeptanz bringen, jetzt müssen wir wieder etwas machen, oder? Ein bisschen mobilisieren und dann vielleicht ins Aufkleben. Zieltechnisch wäre für mich wieder fast, wenn ich es etwa könnte, so 5, 6, dann bin ich in der zweiten Phase drin. Zweite Phase nach 9 Stunden. Ich mache immer 75 Minuten, Stunde Pause, 75 Minuten, Stunde Pause, 75 Minuten, Stunde Pause. Jawohl. Vier Blöcke von denen und nachher Stundenblöcke.
60 Minuten. Aber darum holst du mich auf am Anfang? Ja, ich vorkompensiere. Okay. Okay. Und wenn ich nachher weiss, ja, eben vielleicht so um 5, 6, dann habe ich schon relativ gut vorgeschafft, aber der Körper wird schon mehr. Was ich auch noch nicht angesprochen habe, Massage, ist das auch etwas, wo ja, für mich super, das Thema wäre? Oder? Wenn es mich nicht tief runterbindet, ja. Weil ich probiere ja auch nicht zu schlafen. Oder? Ja. Ja. Rein von den Hirnfrequenzen, von den Wellenausschüttungen. Also ich glaube nicht, dass du die Spannung zu tief runterbringst in so einer Situation. Die Spannung ist so hoch. Am Anfang bist du wahrscheinlich in einem Bereich, wo man auch noch gut kann, in Muskeln einlangen und ja. Die das auch noch zusätzlich vertragen. Ja. Wenn aber wahrscheinlich hinten aus dem hintersten Drittel, ja. Ist vielleicht der Muskel schon so empfindlich, dass Massage ja. Vielleicht noch ein zusätzlicher Stress könnte sein. Oder? Massage, wenn das ein Thema ist, kann man das sonst auch mal ausprobieren während Swings. Weißt? Wir können es dann auch regulieren, wie viel nimmt man raus, wie lange macht man das, wie tief ja. Geht man. Ja. Also, wenn du Hilfe brauchst, dann kann man das sicher auch so dosieren, dass ja. Es für den Moment dann stimmt. Ich kann nur sagen, okay, ja, das passt mir nicht. Vor allem ist, es ist eben auch der rechte Ellbogen zum Teil. Dass du den auch ein bisschen spürst. Aber auch rechts wieder, eben auch ja. Wieder lustig. Weißt du, der Hüftbeugerbereich, wenn es hier unten mehr zieht, oder, dann zieht es auch ja. Bis oben, oder? Das Holzmaterial ja. Von oben runter. Ja. Und dann hast du auch hier mehr Spannung. Darum, eben, ja. Glaub, alles ist dort wichtig ist schon, dass du dort möglichst neutral bist. Ja. Okay. Aber wie viele Leute sind rum? Weißt du, dass ich mir die Situation ein bisschen vorstellen kann? Im besten Fall ich. Also meine Freundin ist dort. Felix, die zwei Filmer, die werden in den ersten 4 Stunden dort sein. Die sind am Abend nicht mehr dort. Zuschauer? Gibt es Zuschauer? Oder ist nur von 9 bis 1 am Morgen. Also Medien ja. Und Zuschauer. Es sind immer zwei Judges da. Die ja. Halt, die Wiederholungen abzählen. Ja. Die zählen und sonst eigentlich nicht. Okay. Also ich habe eigentlich immer jetzt auch bei diesen 12 Stunden, ich habe 7 Uhr am Morgen angefangen und das ist auch bis 7 Uhr am Abend gegangen und ich habe zwischendrin, es wird einfach selber immer ruhiger, weißt du? Mhm. Aber man will nie mega krasse Ruhe einkehren lassen, mhm. Weil sonst das passiert dann plötzlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom 6. bis 7. eine Pause hätte, mhm. Dann würde ich zum Beispiel so ein Gespräch vielleicht um 20 vor 7 anfangen. Also, dass man dort noch etwas machen könnte, mhm. Wenn es jetzt etwas Thema wäre oder das. So, wenn ich 6 Kugeln abstelle, dann ist eigentlich zuerst mal schnell zurückziehen. Ist, genau. Schnell duschen, und das und nachher dann einfach. Dann sind die letzten 20 Minuten, bevor ja, du wieder anfängst. So dann nehme ich doch den mobilen mhm. Therapietisch mit. Ich ein bisschen Kinesotape, vielleicht den Kontaktkleber, wenn sie ja. Zu wenig haben. Ja. Ein paar Akupunkturnödel, wenn wirklich ein Triggerpunkt wäre, wo man möglichst ja, das ist rausnehmen müsste. Und eben jetzt ist zum Beispiel das Tape. Also, das merkst du schon nicht mehr. Nein, das merkst du schon nicht mehr. Ja. Würdest du jetzt generell mit nichts anfangen, so wie ich es eigentlich immer gemacht habe, oder würdest du schon mit einem Tape anfangen? Oder lieber früh genug, ja. So ein bisschen, jetzt wäre nicht schlecht, oder? Ja. Aber es ist sicher gut, wenn du am Anfang noch ein bisschen Jokers hast, oder? Ja, genau, sagen, jetzt das setzen ist eben wir die ein, das habe ich ein, gemerkt, ja. Das habe ich gemerkt, dass das einfach wichtig ist, oder? Ja, finde ich eine gute Idee. Also, wenn du denkst, und das, oder? Der Finger da, der ist brutal unter Belastung. Dort habe ich auch gemerkt, irgendein ist so, ich sage nach etwa 5000 Swings, merke ich dann den wirklich fast nicht mehr da, also Kuppen. Ich habe ihn dann einfach getaped ums Fingerbeere, ich habe einfach Kinesio-Tape zugeschnitten. Das hat mir eigentlich schon gelangt. Ja. Aber vielleicht gibt es noch bessere Tapes oder noch, die dann wirklich für die Hand noch besser wären. Ich habe ein bisschen Erfahrung aus dem Handball, oder? Und auch Fingertapes. Ja. Und also Harz ist natürlich auch immer ein das Thema dort zum Ball. Griffkraft ja. Oder Kontakt zu den Bällen zu verbessern. Ja. Ein Harz? Dämmharz. Also das ist, okay. Ja, das ist in die Öslinien, oder? Man streicht sich das an ein Depot und ja. Dann könnte es das einmal wieder nehmen. Zum ich glaube, könnte es für Kugeln auch verurteilt sein. Also ich weiss halt nicht, hast du das Gefühl, du irgendwann es fällt vom Schweizer an zu schlüpfen, oder so? Ja, vom Schweizer sicher. Ach, ist du arbeitest sonst mit Magnesium, oder? Nein, lang nicht. Also das ist ein Joker, der irgendwann wird kommen. Wird kommen, ja. Aber ich weiss einfach, zum Beispiel beim letzten Weltrekord,
habe ich eigentlich das Magnesium nach 30 Minuten erst einsetzen wollen. Was aber schon mal kocht müssen. Ja. Und das ist für mich eigentlich schon ein Garantie-Scheisse. Ich will es gar nicht packen. Weil, also ich habe es gepackt, aber die Hand gewöhnt sich ja nachher nicht dran. Ja, und es wird nur noch schwieriger. Es wird immer schwieriger. Das Sport so spät wie möglich einzuführen. Genau. So gut in genau. Ich habe eigentlich den ganzen Rekord ausgelegt. Uni, es müsste auch Uni gehen. Ja. Und das andere wäre einfach so wissen, ja, genau. Fall der Fälle. Ja, das ist, mental ist es nämlich wichtig. Oder? Du weißt, du hättest ein paar Punkte, wo du könntest zurückgreifen. Wenn ich ihn da habe, eben, ich kann den Griff immer leicht am obersten Punkt. Also das ist ein Automatismus, ja, zum, drin. Zum wieder durchbluten. Genau, zum durchbluten, zum sich nicht verkrampfen und eben nicht zum immer Griffkraft verlieren, weil sonst machst du eigentlich nicht viel. Oder? Das, ja, macht, das macht viele Falsch. Kannst Energie sparen. Aber oder? Da weiss ich einfach, ich hätte nicht mal auf den Finger getippt, aber jetzt da, ich... Das Nervensystem, das dort am meisten Zug drauf hat, oder? Und, crazy. Dort machst du den Griff schon am meisten auch zu, oder? Also es ist nicht ausser den Kleinfingern, sondern hier rein hast du am meisten. Und bewusst sagst, hey, jetzt lohne ich den Mittelfinger, der vielleicht eben genau die Zahnbruchstelle ist. Das mache ich. Dass du den bewusst mal zwischendurch ein bisschen rausnimmst. Ja, den Swing mache ich oft. Dann, also, gar, okay. Also ich bleibe dann gar nicht unbedingt dran, weil ich habe ja jetzt eigentlich nur 9 Finger. Der Daumen ist eigentlich entscheidend auch. Der hebt bei dem hebst du einfach eine Kugel safe. Du verlierst dann einfach logischerweise Griffkraft. Oder? Ja, also Leukotape, Fingertape 1, 2, 5. Nein, das ist perfekt. Also da würde ich 6 bis 12. Eben auf Abruf, so wie es einfach für dich wenn es stimmt. Wenn es einrichtbar wäre für dich, wäre das schon gut. Ah, ja, voll. Ja. Voll. Ja. Wie gehst du an das Projekt an? Wie gehst du rein? Wie wichtig ist Vorbereitung? Oder? Wenn du ein Business machst, kannst du auch denken, ja, das nicht mehr, oder? Ja, jetzt probieren wir es. Jetzt muss noch jemand durch die Tür kommen, oder? Ja. Und das eben, alles ist ein Prozess. Das ist das ich finde, das machst du sehr gut. Also, sehen wir ihn. Da kann man auch daraus lernen, oder? Also, ja, ist von außen, weißt du, wenn man nicht den Rekord macht, finde ich, nur schon zum Zuschauen, wie das Ganze abläuft. Ja, also, für dort musst du dich auseinandersetzen, dass es dann wirklich klappt. Wenn du etwas mitnehmen von etwas, dann ist bei mir auch, wenn ich etwas lernen will oder irgendwo offen bin für etwas, dann nehme ich mir das raus. Oder? Ja. Und ja, ich glaube, man kann sicher sein oder andere mit. Wie interessiert ist man, oder? Das ist alles matchentscheidend. Für etwas mitzunehmen. Ja. Ich bin in den nächsten 2 Wochen der Ferien, aber auch erreichbar. Ich bin nicht weg von der Welt. Sardinien, genau. Also ich schaue jetzt einfach mal, wie es tut. Momentan fühlt es sich gut an. Ich fühle einen geilen Support. Ich glaube, das kann wirklich gut helfen, dann im Dritten. Cool. Ja, läut mir an, wenn du mich brauchst. Natürlich. Ich bin oben. Und sicher am Start, ja. Hey, danke vielmals für den Support, gell? Danke Schöne dir. Ferien noch. Ich freue mich. Wir sehen uns am 13. Tschüss. Ciao.